Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte Ihnen noch mal ein paar ganz grundlegende Eigenschaften zum Thema Messaging darstellen. Also das Wichtigste ist das Acknowledging und das Publisher-Subscriber-Pattern. Die beiden Sachen würde ich Ihnen gerne noch mal ganz kurz darstellen mit Beispielen in Java. Die Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte, habe ich aus dem Tutorial. Die sind hier. RabbitMQ Tutorial, also Hello World Beispiel, das habe ich Ihnen schon gezeigt und so weiter. Und ich würde Ihnen das im Code zeigen. Und werden uns um vier Themen kümmern. Das eine ist so allgemeines Verhalten der Queues nochmal. Und dann würde ich das Acknowledging nochmal kurz zeigen. Könnte ja sein, dass ein Client während des Empfangs abstürzt und die Nachricht dann verloren geht. Und um das zu verhindern, brauchen Sie ein Acknowledge. Zweiter ganz, ganz wichtiger Teil ist Publisher-Subscriber-Pattern. Also das müssen Sie sozusagen ganz tief im Rückenmark speichern, weil das immer und immer wieder vorkommt. Sie haben das jetzt auch in Java 9 tief integriert, das Publisher-Subscriber-Pattern. Und Sie finden das in sehr, sehr vielen Mittelware-Produkten wieder. Also deswegen sollten wir uns das nochmal genau anschauen. Das müssen Sie wirklich verstanden haben. Wir gucken uns danach nochmal kurz das Routing an. Ich habe nur eine kleine Demo aus dem Tutorial geklaut, um da nochmal so ein bisschen darzustellen, wie kann man mit Java und der Message Queue arbeiten. Und das Letzte ist so Prio B. Also das Video müssen Sie nicht zwingend mehr schauen, aber ich drehe es jetzt der Vollständigkeit halber, ist auch die Möglichkeit, wie mache ich Request Reply, also quasi ein Remote Procedure Call oder eine Remote Method Invocation mit Hilfe von Queues. Also auch das Muster ist umgesetzt, ist auch relativ einfach verständlich. Ich habe das Beispiel einfach aus dem Tutorial übernommen und gehe aber kurz die wesentlichen Elemente durch. Okay, also dann starten wir mal mit den grundlegenden Eigenschaften einer Queue. Ich habe dazu ein Beispiel verwendet, sehen Sie hier, Producer. Das ist wieder ein ganz normales Programmierbeispiel. Sie wundern sich vielleicht, was dieses 192, 168, 178 soll. Dazu gehe ich ganz kurz in ein Virtual Box Image. Sehen Sie hier, Exit, Clear, sudo docker ps. Und Sie sehen dort, jetzt habe ich hier mein RabbitMQ Docker-Image gestartet. Das läuft jetzt aber nicht normal auf meiner Windows 10 Maschine, sondern das läuft jetzt innerhalb der virtuellen Maschine, die Herr Künzner in Rechnerarchitektur oder wahrscheinlich auch Betriebssysteme bereitstellt. Ich habe das jetzt deswegen umgezogen, damit Sie beide Sachen gleichzeitig machen können und sich nicht jetzt für VV oder Rechnerarchitektur entscheiden müssen. Also hier für die Windows 10 Nutzer läuft wohl. Und jetzt muss man natürlich auf das RabbitMQ, kann man jetzt nicht mehr mit Localhost zugreifen, weil es läuft ja nicht auf dem Localhost mehr. Das wäre die Windows 10 Maschine, sondern hier auf dem in der virtuellen Maschine von Herrn Künzner. Und das müssen wir da nur noch die IP-Adresse rauskriegen, if config. Und wenn Sie da reinschauen, das muss man ein bisschen rumprobieren, aber ich habe jetzt sozusagen hier. Das ist sozusagen die IP-Adresse von der Virtual Box Instanz hier, in der das Image von dem Künstler läuft. So, und deswegen muss man das Ding angeben und Localhost geht nicht mehr. So, und auch die Management-Konsole, wenn Sie das anschauen, auch das läuft über die IP-Adresse mit dem Standard-Port und so weiter. So, also jetzt fangen wir an und probieren was aus. Und zwar nehmen wir hier mal ganz normalen Code. Ich verbaue hier wieder eine Verbindung auf zur Middleware, verwende hier nur eine Queue und kein Exchange oder sowas und schicke einfach in einem gewissen Abstand irgendwelche Nachrichten hin. Also der schickt jetzt einfach 5000 Nachrichten los mit irgendeinem sinnfreien Inhalt. Sonst macht das Ding nichts. Also wir brauchen aber irgend so ein Ding, was Nachrichten erzeugt. Starten wir das mal kurz. Dann gibt er auf der Konsole. Sehen Sie hier, er sendet Nachrichten. Wir können uns das auch im RabbitMQ anschauen. Wir haben die Queue, hieß WorkQueue. Hier gibt es eine WorkQueue. Und da müssten jetzt eigentlich Stück für Stück immer mehr Nachrichten reinkommen. Das hier war sozusagen noch der alte Stand. Er hat noch nicht aktualisiert.
Das kommt von vorherigen Experimenten. Und Sie sehen es hier, es hat ja 25 Nachrichten drin. Sie sehen das hier, also die Anzeige ist ein bisschen hinten dran, müsste 36 oder also jetzt knappe 40 Nachrichten sein. Sehen Sie jetzt hier, wenn wir das hier mal refreshen. Müssten wir eigentlich auch irgendwann die 40 Nachrichten sehen. So, also da stellen wir jetzt Nachrichten rein. Jetzt kann man die Nachrichten natürlich auslesen. Auch dafür habe ich ein Standardbeispiel genommen. Das entspricht fast dem Tutorial-Beispiel. Hier auch wieder ganz normaler Verbindungsaufbau. Wir verwenden hier wieder die Work Queue und machen hier eine Callback-Funktion, um die Work Queue auszulesen. Das ist dieser Deliver Callback. Und wie gesagt, die Methode, die aufgerufen wird, sobald eine Nachricht da ist, ist Handle. Und der gibt im Grunde auch nur die Nachricht aus, die er empfangen hat. Das heißt, die Nachricht ist das Delivery. Und wir machen aus der Nachricht mit GetBody, machen wir einen Text und den geben wir einfach auf der Konsole aus. Dieses ProcessData, das ist im Grunde nur eine Verzögerungsschleife, sehen Sie hier. Der macht nichts Interessantes. Das brauche ich nachher nur, um das Auto-Acknowledge darzustellen. Bisher verwenden wir aber Auto-Acknowledge, sehen Sie hier weiter unten. Das heißt, hier melden wir ja unseren Callback an und sagen hier Auto-Acknowledge gleich True. Das heißt, wir nehmen einfach alle Nachrichten an. So, und was ich jetzt gerne zeigen würde, ist Folgendes. Wenn Sie die Grafik anschauen in dem Tutorial, habe ich jetzt folgenden Versuchsaufbau. Ich habe hier einen Publisher und ich würde jetzt 2, 3, 4 Consumer starten und Ihnen dann mal vorführen, wie sich das dann anfühlt, damit Sie das mal gesehen haben. Also ich starte jetzt hier Consumer 1, starte Consumer 2, starte Consumer 3. So. So, wenn wir die jetzt mal laufen lassen, geht es mir um ein spezielles Verhalten. Jetzt hängen diese ganzen Consumer an einer einzigen Queue dran. Und was die Consumer jetzt machen, ist, sie lesen verbrauchend. Und das würde ich Ihnen gerne zeigen. So, der erste Consumer hat jetzt angefangen, Nachrichten zu empfangen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, der kriegt gerade alle Nachrichten zugestellt. Der zweite kriegt offenbar sehr spät Nachrichten delivered und der dritte offenbar auch, aber Sie sehen, die kriegen nicht dieselben Nachrichten. Ne? Also das heißt, hier ist es 184, der andere hat 186. Interessanterweise, was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass der eine Consumer jetzt bei 0 anfängt und die anderen bei 200. Also eigentlich hätten die alle bei 0 anfangen müssen. Das kann ich jetzt nicht erklären, aber Sie sehen, die kriegen alle verschiedene Nachrichten offensichtlich zugespielt. Und verbrauchen die jetzt rechtzeitig. Und wichtig ist also, wenn Sie einen Versuchsaufbau wählen wie diesen hier, dass jeder von denen, die angeschlossen ist, immer nur eine einzige Nachricht kriegt und die Nachricht dann verbraucht ist aus der Queue. Das heißt, sie wird rausgelesen und dann ist die weg. Und solange kein Client oder kein Consumer die rausliest, bleibt die Nachricht natürlich bis zum Hitzetod des Universums in der Queue drin. Oder bis ein Timer abgelaufen ist. Die meisten Nachrichten haben einen Timeout dran und spätestens wenn der Timeout abgelaufen ist, ist die Nachricht weg. So, das war so Demonstration 1. So, was können wir jetzt noch verändern? Wenn Sie sich den Source Code anschauen, ich mache jetzt die Consumer mal dicht. Ich starte den Producer nochmal, mache den ein bisschen langsamer. Man lässt ihm alle 2 Sekunden was erzeugen, das ist immer nicht ganz so schnell bei vielen Nachrichten. Ich starte den Producer nochmal. Das ist genau der gleiche Code wie vorher. So, was ich jetzt aber an den Consumer ändere, ist Folgendes. Ich lasse den Consumer mal receiven und schalte jetzt aber mal das Acknowledge aus. Und zwar kann ich das hier unten tun. Wenn ich sage, konsumiere mir die Nachrichten, da wo ich den Callback anmelde, und dann sage ich hier bei Auto Acknowledge False. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, jetzt können wir sozusagen eine gewisse Bearbeitungszeit am Client simulieren. Ja, das ist auch in dem Code enthalten. Und ich sage, erst am Ende meiner Verarbeitung sage ich jetzt hier, ja, ich habe die Nachricht verarbeitet, jetzt kannst du ein Acknowledge kriegen und dann ist die Nachricht auch weg beim Client, also aus der Queue dann gelöscht. Und wenn wir das jetzt mal so laufen lassen, ich lasse jetzt, der Producer läuft ja schon, jetzt lasse ich den Consumer noch mal laufen.
Der Consumer wird irgendwann anfangen, Nachrichten auszulesen. Sehen das hier 0, 1, 2 und so weiter. Also er fängt jetzt an, Nachrichten auszulesen. Aber ich schicke jetzt, er sagt, Auto Acknowledge is false und er schickt dem Ding kein Acknowledge. Und wenn wir uns jetzt mal den Queue-Verlauf anschauen, dann hat er jetzt jede Menge Nachrichten drin, die er für uns aufhebt. Die haben wir nämlich dann doch nicht logisch konsumiert. Er sagt also hier die Unacknowledged-Nachrichten, die gehen nach oben. Und er sagt auch hier, Consumer Acknowledge ist sozusagen 0 durchschnittlich pro Sekunde. Er sagt, jetzt hebt die Queue diese Nachrichten für uns die ganze Zeit auf, weil wir die nicht acknowledged haben. Und das muss sie auch tun, denn möglicherweise haben wir die Nachricht ja gar nicht richtig gelesen. Und deswegen macht es keinen Sinn, die zu acknowledgen. Oder wenn ich die nicht acknowledge, also vielleicht ist ja der Client abgestürzt in der Zeit. So, was ich jetzt mache, ich stoppe mal den Consumer, so wie er war, und mache jetzt das Acknowledge rein. Jetzt schauen wir uns mal das Verhalten an. Das heißt, der Producer läuft jetzt noch die ganze Zeit. Sie sehen, er startet wieder bei Nachricht 0, Nachricht 1, Nachricht 2. Das heißt, die Queue hat tatsächlich alle Nachrichten für unseren Consumer aufgehoben. Ich habe ja den Producer nicht neu gestartet. Und jetzt sehen Sie hier, jetzt geht auch die Consumer Acknowledge Rate hoch. Das heißt, jetzt müsste auch die Zahl der unacknowledged messages müsste jetzt runtergehen. Wenn wir die mal ein bisschen laufen lassen. Also was Sie gesehen haben ist, wenn ich den Acknowledge ausschalte und den weglasse, dann hebt die Queue tatsächlich die Nachrichten auf. Und der Queue kann ich jetzt signalisieren, Achtung, ich bin jetzt mit dem Verarbeiten fertig, jetzt kannst du die Nachricht löschen durch ein Acknowledge. Und das ist hier an dem Programm, das liegt auch in Unterlagen bei, ist das so ein bisschen dargestellt. Denn was ich hier mache, ist, ich kriege die Nachricht, die erhalte ich hier und simuliere hier so ein bisschen das Verarbeiten der Nachricht. Also das ist einfach unten so ein kleines Thread.sleep drin, also braucht 2 Sekunden zum Verarbeiten und erst danach gibt er das Acknowledge. Also das heißt, damit simulieren wir so einen Verarbeitungsprozess und ich sage erst nach dem Verarbeitungsprozess, zum Beispiel weiterschreiben in der Datenbank, sage ich Acknowledge. Und damit habe ich die sichere Übertragung dargestellt und durchgeführt. Vielleicht dazu eine Folie noch und dann sind wir mit dem ersten Thema durch. Was meint gesicherte Übertragung? Naja, ich muss ja, wenn ich Sender und Empfänger habe, will ich ja, dass das ganze System funktioniert, auch wenn Sender und Empfänger mal nicht online sind. Das heißt, das Ganze mache ich ja deswegen, weil es Zwischenspeicher gibt. Jetzt darf es natürlich nicht passieren, dass jetzt, wenn irgendeiner der Teile abstürzt, sprich das RabbitMQ oder der Sender oder der Empfänger, dass jetzt irgendeine Nachricht verloren geht. Weil Sie können sich vorstellen, wenn ich jetzt meine gesamte Unternehmens-IT über diese Nachrichten update und eine Nachricht weg ist, habe ich vielleicht viele verschiedene Systeme in unterschiedlichen Informationsständen und plötzlich habe ich Inkonsistenzen in meiner Datendarstellung. Also Nachrichten dürfen auf gar keinen Fall verloren gehen und deswegen muss man sich da was überlegen. Und eine Möglichkeit ist dieses Store and Forward. Das heißt, das ist hier oben auch dargestellt. Der Sender schickt in die Queue oder in so eine Speicherstruktur, die bei ihm auf der Maschine ist. Und diese Speicherstruktur sorgt dann dafür, dass das Ding weiterübermittelt wird, falls der Computer 2 irgendwann online ist. Und diese Speicherstruktur hier guckt danach, wann ist der Receiver wieder online und stellt die Nachricht dann zu. Also es ist so eine Store-and-Forward-Architektur, die Ihnen wirklich dabei hilft, falls also irgendwann zwischendurch mal was abstürzt. Und die Nachricht wird aus dem Zwischenspeicher hier, also das habe ich Ihnen demonstriert aus der Queue, erst dann gelöscht, wenn der Receiver wirklich ein Acknowledge gegeben hat. Und normalerweise machen sie zwischen Empfang der Nachricht und dem Acknowledge geben noch irgendwie einen Verarbeitungsprozess und geben erst, wenn die Verarbeitung wirklich durch ist und sie sicher sind, die Nachricht ist verarbeitet, erst dann machen sie ein Acknowledge. Und das habe ich versucht, so ein bisschen mit dem Programmierbeispiel darzustellen. So, das war das erste Video. Die nächsten behandeln dann noch Publisher, Subscriber, Routing und Request-Response-Szenarien. Danke für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.